Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ich hasse, dass er stottert. Das dauert so lange. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind sehr schön. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier. Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken. Ach, Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Hab Dank. Zumindest dafür. Nein, 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 nein. Ich glaube euch. Vorläufig. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Ja. Ich glaube euch. Vorläufig. Unser gemeinsamer Freund Soltan schickt mich. Also, hat er euch auch am Haken? Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Schlimmer als Fisch. Entspannt euch. Ich spiele nur, wenn ich das auch will. Das sagen alle. Also, sollen wir? Ja, dann lass uns mal spielen. Ich habe schon wieder vergessen, wie das ging. No. Wir haben drei gleiche Gegner, zwei Fahrer. Die jetzt? Bescheid. Yay! Oh. Na dann, auf geht's.
So. Komm schon, jetzt habe ich aber gewonnen, oder? Ja, gewonnen. Gott. So. Kann der jetzt noch irgendwas? Ich glaube euch. Vorläufig. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Sehr schön. Ich habe, glaube ich, jetzt auch endlich mal das Spiel verstanden, also das Würfelspiel. So. Also. Vermutlich, dass er nicht ganz fair gespielt hat. Ich werde immer besser. Jetzt messe ich mich mit jemand anderem. So. Mhm. Ja, mit den bekanntesten Bewohnern des... Dann töten wir jetzt erstmal die Ertrunkenen. Würde ich sagen, macht Sinn irgendwie. Da lang. Tipp. Dann sammeln wir hier erst noch kurz ein. Solange da keine John. Warum senden die noch nicht da? Gerade erst kurz nach der Dämmerung ist. So, meditieren wir noch 12 Stunden an. Sollte das hinhauen? Hoffe ich jetzt mal. Ja, ich sehe schon. Das hat mich jetzt erschreckt. Was soll das? Na komm, stirb. Stirb, mein Kleiner. Da habe ich immer daneben gedrückt, hübsch.
ist noch einer. Na komm. Ach, wieso funktioniert denn das jetzt gerade hier nicht? Ah, es wird zu dunkel. Okay. Kertmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, esse fad gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Ein Seide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Ein Seide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort, denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Nein, ich bin ein Guter. Gut. Nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. So. Da sind nochmal Überreste. Die nehmen wir uns natürlich auch nochmal an. Und dann gehen wir zu Haren. Wir wollen ja die Quest auch direkt abgeben. Hexe. Ja. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab? Wenn es so gefährlich das ist. Erträglich. Gibt halt Geld, ne? Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer. Ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei. Was geschah mit den Elfen? Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visima, wenn jemand Meldung macht. Soll heißen? Skoyatel-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, den schlitzen sie die Kehle auf und zünden seinen... Das ist aber nicht nett. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. So. Juhu. So. Laufen, laufen, laufen. Ich schätze, dann ist es mal... Na da. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen lesen. Aber ja, es ist Nacht. Ich verstehe schon. Stirr. Mein kleiner Stirr.
Wir wollten zu mir cool. Nein, wir wollten in die Karte und den hier. So. Das heißt. Ach ne, hinten rum können wir nicht. Gucken wir mal. Ist halt Nacht, ne? Kann schon mal passieren, dass einen da was angreift. Da. Ich sehe Zeug. Willst du hier noch, ne? Und so. You are auch Sterbi. Und du auch. In eine Stufe aufgestiegen. Schalala. Noch einer. Da hinten, aber ich weiß nicht. Der mich hier sieht. Eine Stufe aufgestiegen, eine Stufe aufgestiegen. Voll gut. Da ist ein Bargäst. So. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ich werde es jetzt nochmal damit probieren. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Wer? Fremde sind hier nicht willkommen. Verschwindet. Ja gut, bei dem möchte ich die Bestechung ehrlich gesagt erst so zum Schluss probieren. Was rennst denn du weg? Bist du doof? Ich wollte gar nicht meditieren, ich wollte das Viech töten. So. Jetzt kann man meditieren. Obwohl. Nein. Weiterspielen. Ach, ja. So, Karte, Alchemie, Talento. Weil wir haben schon wieder drei. Gruppenstahl haben wir hier schon fertig. Starker Stahl. Nehmen wir den nämlich noch. Und dann würde ich nämlich fast sagen, fangen wir halt damit an, dass wir die Stahlsachen hier mal fertig kriegen. Was ist denn hier mit Alchemie? Kann ich nichts machen? Gut. Dann meditiere doch mal. So. Dann rennen wir nämlich jetzt zu Udo. Und gucken mal, was uns da sonst noch so erwartet.
Ja, wir müssen auch mal wieder ein bisschen sammeln. Ich glaube, nämlich den Odo, den kann man auf jeden Fall auch bestechen.